Willkommen zurück zu Medizintechnik 2. Heute wollen wir uns noch ein bisschen über Bildverarbeitung unterhalten. Thema nichtlineare Methoden. Ja, was haben wir jetzt schon gesehen? Wir haben jetzt natürlich nur lineare Methoden angeguckt und uns diese verschiebungsinvarianten linearen Verfahren angesehen, die alle auf die Faltung zurückzuführen sind. Und es gibt natürlich auch nichtlineare Verfahren und ein nichtlineares Verfahren, das sehr, sehr gängig ist, ist zum Beispiel das Medianfilter. Hier wird eine Rangorder vorgenommen. Wir nehmen also in einem lokalen Kontext, zum Beispiel 3x3 Pixel, alle Grauwerte und sortieren sie, also der Größe nach. Und für das Medianfilter nehmen wir dann den Grauwert, der genau in der Mitte liegt, also den Median dieser neuen Werte, und bringen diesen dann in das Bild ein. Das Interessante der Median-Transformation ist, dass diese sehr robust ist gegenüber von Ausreißern. Das heißt, wenn wir starke Ausreißer im Bild haben, die wir zum Beispiel bei sogenannten Salz- und Pfefferrauschen sehen, dann kann ich auch bei starkem Rauschen hier links immer noch sehr, sehr gute Bildergebnisse erreichen, wenn ich so einen Median-Filter anwende. Also links starkes Rauschen, Medianfilter, Median ist robust gegenüber diesen einzelnen Ausreißern und wir sehen ein nahezu perfekt restauriertes Bild. Deswegen ist das Medianfilter auch sehr, sehr beliebt und hat auch in der medizinischen Bildverarbeitung sehr, sehr viele Anhänger und es ist auch in einigen medizinischen Produkten tatsächlich implementiert, um Rauschen zu reduzieren. Eine weitere Methode, die sehr wichtig ist für die Bildanalyse, ist die sogenannte Segmentierung. Und hier geht es darum, einzelne Strukturen im Bild zu identifizieren. Typischerweise, wenn wir Organe vermessen wollen oder Knochen vermessen, dann interessiert uns, wo ist die Grenze dieses Organs und wie können wir das automatisch finden. Und eine relativ einfache Methode, die bei guten Bildern sehr, sehr gut funktioniert, ist die sogenannte Schwellwertmethode. Und hier ist die Idee, dass wir quasi einen Schwellwert festlegen und der Schwellwert unterscheidet uns dann zwei unterschiedliche Dinge. Wenn ich nur einen Schwellwert festlege, kann ich zum Beispiel den Vorder- vom Hintergrund unterscheiden. Nun, wir haben das hier in einem Beispiel mal getan. Wir haben hier ein beispielhaftes Histogramm und das hier zeigt jetzt einen Vordergrund an einen Hintergrund. Und in diesem Histogramm wollen wir jetzt quasi den besten Schwellwert finden. Und bei so einem einfachen bimodalen Histogramm ist das natürlich einfach. Wir müssen quasi den Wert ermitteln, der uns diese zwei Verteilungen trennt. Und dann können wir anhand dieses Schwellwerts die beiden voneinander trennen. Tatsächlich gibt es verschiedenste Methoden, diese Schwellwerte festzulegen. Man kann zum Beispiel das Histogramm einfach angucken und dann manuell den ganzen festlegen. Es gibt auch bessere Verfahren, wie zum Beispiel die Ozu-Methode, die das automatisch können, oder zum Beispiel den Schnittpunkt von Gauss-Kurven. Ja, hier, ich könnte die beiden jetzt als Gauss-Kurven modellieren und dann den Schnittpunkt dieser beiden Gauss-Kurven berechnen und dort meinen Schwellwert hinlegen. Schauen wir uns das ein bisschen manuell an. Hier jetzt wieder an einem medizinischen Bild und da sehen wir schon, typischerweise haben wir eben nicht die Situation, dass wir nur zwei Hügel in so einem Bild finden, sondern es sind halt mehrere. Hier sieht man im Wesentlichen drei. Wir sehen den Hintergrund, wir sehen den kortikalen Knochen und das Gehirngewebe. Und je nachdem, wie ich den Schwellwert lege, kann ich eben das Gehirngewebe mit zum Knochen hinzunehmen. Oder ich kann natürlich den Schwellwert höher legen und mir dann nur den Knochen angucken. Ja, das ist also die Schwierigkeit bei der Festlegung eines einzelnen Schwellwerts, dass der vielleicht für das Bild nicht geeignet ist. Was können wir noch machen? Na, gehen wir mal ein synthetisches Beispiel. Hier haben wir jetzt letzten Endes Vorder- und Hintergrund. Wir haben also diese geometrischen Figuren, die der Vordergrund sind und den Hintergrund, der irgendwie eingegraut ist. Und wenn wir jetzt hier einen Schwellwert festlegen, das ist auch genau das Beispiel, das wir gerade schon gesehen haben, dann können wir Vordergrund von Hintergrund optimal trennen. Eine andere Art von nichtlinearen Operationen auf solchen Bildern sind morphologische Operationen. Und die Idee hier ist, dass wir versuchen, mit einem sogenannten Strukturelement gewisse Probleme in Bildern zu beheben. Tatsächlich, was wir uns jetzt zunächst anschauen, dreht sich besonders um binäre Bilder. Also wir gehen davon aus, dass wir schon eine Schwellwertoperation auf dem Bild durchgeführt haben. Damit haben wir noch zwei Grauwerte, 0 und 1, also Teil der Segmentierungsmaske oder nicht.
Und mit den morphologischen Operationen kann man dann typischerweise Defekte in solchen Bildern beheben. Also wir brauchen, um diese morphologische Operation durchzuführen, entsprechende Strukturelemente und dann eine logische Operation, mit denen die verknüpft werden. Schauen wir uns mal ein Beispiel für solche Strukturelemente an. Hier sind also wieder solche Kerne und je nachdem, wie ich die wähle, habe ich immer einen zentralen Pixel hier eingezeichnet als kleiner Kreis und in der lokalen Nachbarschaft interessieren mich jetzt nur die grün angezeigten Elemente. Die kann ich größer machen, ich kann die rechteckig wählen, ich kann sie als kleines Plus wählen oder entsprechend hier als Diamanten oder auch nur in eine Richtung oder sogar solche abstrakten Formen wie diese L-Form. Die geben mir also den Kontext an. Und anhand des Kontexts kann ich jetzt eine logische Operation durchführen. Und wir sehen hier, weil wir nur die Werte 0 und 1 haben, haben wir quasi in dem Strukturelement 0 und 1 und in der Maske, die wir bearbeiten wollen, 0 und 1. Und jetzt fangen wir an, so ein Strukturelement über unsere Maske hinüberzuschieben. Wenn wir fordern, dass alle Elemente des Strukturelements auch Teil der Maske sein müssen, dann sehen wir hier, dass zum Beispiel nur das grüne Element tatsächlich wahr ist, wohingegen die beiden rot eingezeichneten Elemente jeweils Pixel berühren, die nicht Teil der Maske sind. Und wenn wir das jetzt auf jedem Bildpunkt wiederholen, dann sehen wir, dass wir mit diesem Plus-Strukturelement die Größe der Maske herunterschrumpfen. Wir haben also als Eingangsbereich diese 5x6 Pixel und wenn wir dieses Strukturelement mit der Forderung, dass eben alle Pixel in dem Strukturelement Teil der Maske sein müssen, dann entsteht eine neue Maske, die hier rechts eingezeichnet ist und wir haben plötzlich noch eine 3x4 Maske. Dieses Verfahren nennt man Erosion, indem ich fordere, dass alle Teile des Strukturelements Teil der Maske sein müssen. Das Ganze kann man auch in umgekehrter Richtung durchführen. Hier fordere ich jetzt nur, dass ein Element des Strukturelements die Maske treffen muss. Und hier sehen wir in grün eingezeichnet, das trifft jetzt also bei deutlich mehr Pixeln zu, wieder die gleiche Eingabemaske. Aber es sind tatsächlich nur das, was in rot gezeichnet wird, das sind Pixel, die nicht mehr getroffen werden. Und das führt dann zu der Maske hier rechts, die also deutlich größer ist, weil wir eben schon eine Erweiterung der Maske erreichen, sobald unser Strukturelement auch nur ein Teil der Maske berührt. Wir kriegen damit also eine Vergrößerung unserer Maske und das Ganze wird dann binäre Dilatation genannt. Man kann ähnliche Operationen jetzt auch auf Grauwerten verwenden und hier nehme ich jetzt keine Logik mehr, also oder und, sondern wir können beispielsweise mit Minimum und Maximum arbeiten. Ich lege also mein Strukturelement über das Bild und bestimme dann innerhalb des Strukturelements das Minimum, dann erreiche ich eine Erosion oder ich bestimme innerhalb des Strukturelements das Maximum, dann erreiche ich eine Grauwertdilatation. Und wir sehen hier, dass das erodierte Bild natürlich immer das Minimum nimmt, also es wird dunkler. Und das dilatierte Bild, das immer das Maximum nimmt, wird eben deutlich heller. Solche morphologischen Operationen kann man auch miteinander kombinieren. Das wäre zum Beispiel die Öffnung. Die morphologische Öffnung ist die Verkettung von Erosion gefolgt von Dilatation. Das führt dazu, dass eben kleine Teile von Masken entfernt werden. Hier beispielhaft dieser kleine Auswuchs unten an unserer Maske wird damit entfernt, weil wir zuerst eine Erosion durchführen. Die Erosion schmilzt uns die Maske zusammen. Wenn wir jetzt in der Folge eine Dilatation durchführen, dann können wir die Maske wieder auf die Originalgröße aufblasen. Aber natürlich solche kleinen Teile wie dieser Wurmfortsatz am Ende wird nicht wiederhergestellt und wir haben eine Entfernung von solchen Ausreißern in den Masken. Wenn wir das Ganze umgekehrt durchführen, erreichen wir die morphologische Schließung. Das heißt, hier wird zuerst dilatiert, wir blähen also die Maske auf und machen sie dann wieder kleiner durch Erosion. Und das führt dazu, dass wir Lücken in Masken schließen können. Also wenn wir einen Schwellwertalgorithmus hat, der lauter kleine Löcher in den Masken hinterlässt, können wir mit einer morphologischen Schließung diese wieder entfernen.
Natürlich kann man das Ganze auch analog auf Grauwertbildern durchführen und dadurch erreichen wir dann zum Beispielsweise auch die Entfernung von nur weißwertigen Pixeln oder entsprechenden dunkelwertigen Pixeln. Das schließt im Prinzip unser Modul über Bildverarbeitung ab. Wir haben natürlich das Ganze auch im Skript behandelt, dort nochmal mit ein bisschen mehr Theorie, man kann es nochmal genauer nachlesen, aber im Wesentlichen werden genau diese Punkte behandelt. Wenn es euch interessiert, wie man es genau rechnet, schaut ins Skript, dort stehen auch die entsprechenden Verfahren nochmal beschrieben. Ich denke, hier jetzt in der einführenden Vorlesung führt es zu weit. Wir konzentrieren uns lieber auf weitere Themen in den verschiedenen Modalitäten. Ja, ich hoffe, das hat euch wieder gefallen und damit habt ihr schon einen ganz guten Überblick über Systemtheorie, Bildverarbeitung. Das heißt, ihr kennt jetzt die ganzen Grundlagen und seid ganz gut gewappnet, um jetzt die einzelnen Modalitäten anzuschauen, was wir dann in den nächsten Videos tun werden. Und wir werden zunächst mit der Endoskopie anfangen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.